Bilingualschule. Mein Name ist Hanna Lange. Ich bin ein bisschen stolz, es waren tatsächlich alle Kinder da. Hatten Sie damit nicht gerechnet? Bei so Einzelnen hat man ein bisschen überlegt, ja, klappt das denn wirklich, stehen die dann wirklich auf der Matte? Aber es waren alle Kinder da und haben ihr Material abgeholt, beziehungsweise es waren auch viele Eltern da, die mitgekommen sind und das Ganze unterstützt haben. Manche Kinder sind alleine gekommen, haben das im Team ein bisschen aufgeteilt, damit wir auch die Zeit gut einteilen konnten und wirklich allen Kindern dann gerecht werden konnten. Und haben dann die Aufgaben besprochen, haben uns auch erstmal angeguckt, was haben die Kinder vor den Ferien gemacht, weil da war ja auch schon die Möglichkeit, zu Hause zu lernen, was viele Kinder in Anspruch genommen haben. Und wir haben aber auch teilweise vorher schon bei manchen angerufen, um zu prüfen, ob sie auch wirklich aufgestanden sind. Okay. Genau, wir haben manche auch tatsächlich dann geweckt mit diesem Anruf, sodass sie dann aufgestanden sind und sich bereit gemacht haben. Ja, wann sollte die Konferenz stattfinden? Um 8.30 Uhr hat die Konferenz stattgefunden. Ah ja, dann haben Sie um 8 Uhr schon mal angerufen. Genau, dann haben wir um 8 Uhr schon mal angerufen. So bist du. Ja. Genau, und wir haben auch gestern noch ein paar iPads vergeben an die Kinder, die noch eins brauchten. Und ja, heute hatte ich dann die letzte Schülerin, die kam dann während der Konferenz hier reingehuscht. Ich brauche jetzt mein iPad, ich möchte, bin ich zu spät, ich möchte doch auch teilnehmen. Es war wirklich, wirklich toll, weil wir von den 22 Kindern, die wir in der Klasse haben, waren tatsächlich 18 Kinder mit in dieser Zoom-Konferenz. Und zwei davon waren aber auch entschuldigt, sodass schon vorher klar war, dass die beiden nicht teilnehmen werden jetzt in dieser Woche. Also die Kinder hatten auch alle das Video an, sodass man sie auch sehen konnte. Und die Kinder untereinander waren auch total begeistert. Also, oh, wo ist denn der und wo ist denn der? Die haben sich dann auf dem Bildschirm, haben die sich dann gesucht. Und das hat wirklich gut geklappt, auch mit den Gesprächsregeln. Wir haben noch so ein Klassenkuscheltier, das kleine Wir. Das ist so ein Bilderbuch. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Nee, das kenne ich nicht. Wir, wie ich, du, ihr. Genau, richtig. Okay. Das steht für so Gemeinschaft. Das hängt auch hinten an der Tür in der Klasse. Und das reist in der Regel immer von am Wochenende von Kind zu Kind. Ah. Genau, und in den Ferien ist es immer bei einem Erwachsenen, sodass es nicht unfair für die Kinder ist. Das fanden sie eine gute Regelung, weil dann kein Kind länger Zeit hat mit dem Wir. Und dann gibt es ein Buch, wo dann die Ereignisse reingeschrieben werden können, so, die mit dem Wir erlebt werden. Und dann hatte ich hier mit der Schülerin, die daneben mir saß, die Idee, ihr kommt ja freitags und montags in die Schule, das könnten wir eigentlich weiterführen. Hängt da, ist das jetzt hier das Wir? Nee, ne? Ja, das Wir steht da hinten. Genau, und das reist dann von Kind zu Kind. Und dann haben wir das Kind gezogen, was jetzt als nächstes dran ist. Das wurde ausgelost. Genau, das wurde ausgelost, damit das fair ist, damit das für alle Kinder gerecht ist. Ja. Und so kommt jedes Kind im Schuljahr einmal dran. Und dann haben wir uns jetzt überlegt, auch während dieser doch erschwerlichen Zeit ist es für die Kinder toll, doch dieses Kuscheltier dann möglicherweise mit nach Hause zu bekommen. Ja, und wie geht das derjenige?